Kreuzberg haben am Samstag erneut mehrere hundert Flüchtlinge und Unterstützer demonstriert. Mit ihrem Marsch vom Oranienplatz zur Gerd-Hauptmann-Schule protestierten sie vor allem gegen das Scheitern der Vereinbarung vom Oranienplatz und gegen die geplante Räumung der Schule Ende Oktober. This demonstration was called Enough is Enough and it's in real meaning because after 2 years fighting of refugee in Berlin and all around the Germany against the deportation, against the Lagerpflicht, against the residence pflicht, we not even get a change. But we see that they try to evict the places that we had for this political fight. And the message from the school was always that you cannot evict the movement. When this problem is there and there is no solution until now for this, you cannot just kick the people easily. Zur Schule selbst ließ die Polizei die Demonstranten nicht durch. Das Gebiet war weiträumig abgesperrt. Den Plan des Bezirks in der Schule ein Flüchtlingszentrum einzurichten und dafür die dort lebenden Bewohner hinauszuwerfen, finden die Flüchtlinge zynisch. It's a little bit contradictory. They said they want to make here like a refugee center or bring the refugee here, but at the same time kick the refugee from the school out. So what? I mean, it's not possible. It's not understandable. Den Bewohnern der Schule wurde keine alternative Unterbringung angeboten und auch im Kampf um ihren Aufenthaltsstatus in Berlin gibt es kaum Fortschritte. They said to us that we have to leave the school in the end of the month and to where he don't know. What they said always in the media that we are drug dealers, we are criminal, but what is inside is not true. We come here to work, it's not to be drug dealers or to steal or to sleep. We don't gonna go to anywhere. We're gonna stay here, you know. Yeah, it's the International Refugee Center. Nothing else. We're gonna fight for this. Im Sommer hatte sich der Kreuzberger Kiez um die Gerhard-Hauptmann-Schule in eine Ausnahmezone verwandelt. Die Polizei hatte versucht, das Gebäude zu räumen. Mehrere Flüchtlinge drohten damals daraufhin, vom Dach zu springen.